Ey Leute, was geht? Heute Spaß. Heute rede ich darüber. Nein, Spaß, Digga, yes, aber. You know, auf diesem Channel geht es ja um Musik. Und ich bin auch immer sehr interessiert an solchen Trendwechseln und Sachen, die disruptiv die Industrie zerstören kann. Heute werde ich über so eine Sache reden, die das Potenzial hat, auf diesem Spotify-Level die Musikindustrie zu verändern, weil das nimmt wieder so einen Mittelsmann weg. Und hier kommen NFTs ins Spiel. Basically, NFTs als sozusagen Crowdfunding-Tool zu benutzen. Man muss sich einmal überlegen, was das alles verändern könnte. Das könnte verändern, wie Fans mit der Musik interagieren, mit der kompletten Musikbranche. Das könnte ändern, wie Upcoming Artists einfach viel mehr Kapital haben, um High-Quality-Musik zu machen. Aber ich will besonders auf diese Fanseite eingehen, weil ich bin jemand, oder ich kenne auch viele Leute, die Musik schon, zum Beispiel bevor ein Artist populär geworden ist, mochten. Und ich bin mir sicher, es gibt diese Leute so, ja, ich kannte den schon vor fünf Jahren und so. Vielleicht bin ich auch so einer, der sowas ab und zu erwähnt. Diese Leute, die sich halt mit Musik so doll befassen, jetzt die Chance haben, die Artists, an die sie glauben, sozusagen in die rein zu investieren, wie in Stocks oder Krypto oder keine Ahnung was, Bilder, you know, also Gemälde und so. Was kann man jetzt mit Musik machen? Wenn der Artist nämlich, um das einmal zu erklären, ein NFT hochlädt, das seine Musik darstellt und das NFT ist, dass der Besitzer 30% von den Royalties abbekommt, also von dem Geld, das von den Streams kommt, dann können die halt einfach sozusagen, das sagen wir, das NFT kostet 500 Euro und du bekommst 50% von den Streaming-Einnahmen. Und das ist ein Artist, der hat jetzt, sagen wir, 10.000 Spotify-Hörer, aber du magst seine Musik und du denkst, ja, das ist was Neues. Das könnte auf jeden Fall die Musik, das könnte auf jeden Fall noch größer werden. Dann kaufst du es jetzt für 500, du bekommst 50% der Streaming-Einnahmen. Sagen wir Jahr 1, Jahr 2, läuft noch nicht so gut. Er hat vielleicht jetzt so 300 Euro gemacht, du bekommst davon 150. Aber er gibt sich Mühe, macht immer weitere Songs und dann, bam, er blowt up, you know? Auf so einem Level von Pink Panthers oder, keine Ahnung, Digga, Yeet zum Beispiel. Und auf einmal bekommt er 10.000, 15.000, er bekommt Cash, er bekommt straight up Cash, dann bekommst du auf einmal von den Streaming-Einnahmen, du bekommst weiterhin 50%, aber diese 50% sind jetzt 5k. Stellt euch das vor. Und das bis an dein Lebensende. Das wird neue Türen öffnen für einen Markt sozusagen. Und zwar, dass du in Musik investieren kannst. Es ist krank. Und auch für Artists. Wenn ich jetzt einen Artist sehe und ich denke, er kann big werden. Und ich hatte schon öfter diese Guess is richtig. Ich wünschte, ich hätte dafür Geld bekommen, ne? Aber egal. Und dann wird er big. Und ich habe, sagen wir, 200 investiert. Erstmal habe ich den Artist unterstützt. Und zweitens, you know, vielleicht bekomme ich das Geld zurück. Auf einmal wird er big, ich bekomme 5k im Monat, passiv. Und das wird kein Finanz-Channel, ne? Aber ich sag nur, diese Möglichkeiten sind verrückt. Ihr könnt einfach sozusagen so ein bisschen Label sein, im Sinne von, dass ihr Upcoming Artists unterstützt. Oder auch groß, stell dir vor, Ariana Grande macht das. NFT, 15% der Streaming-Einnahmen und ein NFT kostet 10k oder so, weil das muss ja schon, sie ist ein größerer Artist, ne? Das könnte so ein bisschen safer sein, aber ist auch eine höhere Schwelle reinzukommen. Und dann hat man halt diese Underground-Artists, die man zum Beispiel vielleicht für 500 Euro einen NFT, du bekommst 50% der Streaming-Einnahmen von diesem Lied. Bam, er wird richtig groß auf einmal, no homo. Und du bekommst 10k, tack, das Geld kommt einfach rein. Also was bedeutet das für Leute, die sehr interessiert an Musik sind und vielleicht Musik auch deren Hobbys nicht mal selber machen, aber so hören. Das bedeutet einfach für die, die haben ab jetzt eine Chance, eine Möglichkeit, Geld mit ihrem Interesse zu machen. Und wahrscheinlich auch nicht wenig. Okay, aber auch für den Artist hat das eine riesige Bedeutung. Und zwar kann er jetzt vielleicht früher in seiner Karriere von seiner Musik kapitalisieren, vielleicht seinen Dayjob aufgeben und Musik Fulltime machen, indem er halt NFTs verkauft, die seine Musik-Royalties darstellen. Einfach viel früher bessere Musik machen, mehr Zeit in seine Kunst zu stecken und dafür auch eventuell bessere Ergebnisse zu erzielen. Und ich hoffe nicht, dass das in diese Richtung geht, dass man Artists sozusagen nur noch als Kapital ansieht, als Vermögensanlage, weil das könnte passieren. Und ja, wie schon gesagt, das war ein bisschen ein kürzeres Video, weil ich hatte sehr viel zu tun die letzte Zeit, aber ich denke, nächste Woche kommt wieder ein längeres Video, das auch wieder mehr entertaining ist als einfach nur Information. Aber ich dachte auf den, das ist ein spannendes Thema und genau, das wollte ich auch einfach sagen. Genau, schreibt mir mal in die Kommentare,
ob ihr von einem Artist die Royalties sozusagen als NFT kaufen würdet. Und wenn, schreibt mir mal, welchen Artist ihr im Fokus habt. Und genau, fast vergessen. Like das Video bitte, kommentiert das Video. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Musik-Content haben wollt. Auf den, ich freue mich schon ehrlich, wenn ich dieses so eine Community habe. Auf den, Leute gucken meine Videos, aber niemand kommentiert. Ich weiß gar nicht, wer meine Videos guckt. Deswegen, wenn du einer bist, der das Video, meine Videos guckt, schreib ehrlich mal in die Kommentare, weil mich würde das zu interessieren, ob ich eine Community habe oder ob das einfach random Views sind. Weil ohne Spaß, ich weiß das nicht. Aber ja, Mann. Bis nächste Woche. Ey Leute, ich muss euch was erzählen. Das ist schrecklich. Das ist mein kleiner Bruder und das hier ist mein altes Schlafzimmer.